Damit werden wir zur Stadt versetzt. Hier steht die Ehre der Haudegen von Grinfried auf dem Spiel. Da wird nicht gebarmt. Bist du einer der unseren oder nicht? Ja, ganz schön. Ganz schön. Sieh mal da, Kleiner. Ein Hexer. Die Wort von Riva dürfte Ahnung von Amulet. Herr Hexer, eine Frage, die das Recht ist. Wo haben die das Fleisch bloß her? Kennen wir uns? Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Wir sind die Haudegen von Grinfried. Ich habe das Gedächtnis verloren. Ha, genau wie Bohold. Nach der Jagd auf den goldenen Drachen ist er gestolpert und hat sich den Kopf an einen Felsen angehauen. In der Schlacht ist er immer noch ein Tier. Aber sonst macht er nicht mehr viel außer Fressen und Scheißen. Nicht mal auf Frauen ist er noch scharf. Ich bezweifle, dass das eine Amnesie ist. Ich bin Häcksler. Den hier nennen sie Neuntöter. Und das da ist unser Kleiner, der geht bei uns in die Lehre sozusagen. War nicht viel mit Monstern in letzter Zeit. Da haben wir uns eben gemeldet. Und jetzt steckt der Kleine in dieser Wette. Hilfst du uns um der alten Zeiten willen? Ich meine, klar waren wir alle ein bisschen ruppig, aber wozu über vergossene Milch weinen? So sehe ich's. Wir hätten dich und die Zauberin befreit. Bohold hat nur Witze gemacht mit dem Gequatsche von Vergewaltigung und so. Was für eine Vergewaltigung? Halt den Rand, Neuntöter! Der Hexer weiß es nicht mehr. Wozu ihn großartig erinnern? Wir sind alte Bekannte und gut. Ihr wolltet einen Bekannten vergewaltigen? Nur die Zauberin. Du wolltest den Drachen töten, die Zauberin wollte ihn töten, die Bauern auch, jeder wollte es. Aber nur einer konnte den Preis heimtragen. So gab es Streitereien, bisschen Dresche, ein Riesentheater eigentlich. Wir haben euch verschnürt, also die Zauberin und dich, und sind dem Drachen nach. Aber der hat uns windelweich geklopft. Ein halbes Jahr haben wir uns die Wunden geleckt. Ihr konntet euch jedenfalls irgendwie befreien. Wer war diese Zauberin? Sie hatte rabenschwarzes Haar. Neuntöter, weißt du noch, wie sie hieß? Konifere, so ähnlich. Also, Hexer, hilfst du deinen alten Bekannten? Was für Kummer habt ihr denn? Es geht um Leben und Tod. Und ein bisschen Zaster für wahr. Der Kleine hat mit einem Ritter gewettet, dass er den ersten Angriff auch in Hemd und Hose überlebt. Ja, wir hatten ein bisschen getrunken, ich geb's ja zu. Aber Wette ist Wette. Es geht um unsere Ehre. Soldatenehre gegen Ritterehre? Ah ja. Du hast es erfasst, Hexer. Wir sind gleich am Anfang dran. Das wird nicht hübsch. Der Kleine ist tapfer, aber mit Tapferkeit allein überlebt er nicht. Jedenfalls ist uns dieses Amulett in die Finger gefallen. Vielleicht kann ihn das beschützen. Mag ich dann wohl. Kannst du nicht mal einen Expertenblick darauf werfen? Du kennst dich doch aus mit Zauberei und so. Zeig mal her. Dein Wolfsmedaillon. Es hat geruckt. Reagiert auf Magie. Also ist es wahr, was der Priester gesagt hat? Hörst du, Kleiner? Du bist gerettet. Den Ritter nehmen wir aus. Eindeutig Magie in dem Ding. Aber dass es deswegen Schwerter oder Pfeile abhält, bezweifle ich. Kacke, ich hab's gewusst. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Ehre und mein Arsch. Schall dich ein, Kleiner. Du ziehst traditionell in die Schlacht. Sei's drum. Und ich hätte den Edlen so gerne arm gemacht. Verfluchte Schande. Da geht alles gut. Unsere Streitkräfte. Die Labalettskriege. Das heißt, weit im Norden Gates entstanden Wilder, die splitternackt in den Kampf ziehen. Während der Weltwand von Grütze mit Speckleber. Diese Tripoker hauen ja ganz schön dazwischen. Mit Volltest zum Sieg! Mit Volltest zum Sieg! Wenn alles gut geht, dann geht es um ein. Diese
Tripoker hauen ja ganz schön dazwischen. Es heißt, weit im Norden Gatlin stammen will. Suchst du den König? Er wartet beim Turm. Hier kannst du nicht rein. Kopf hoch, Hexer! Was machst du hier, Mann? Geralt, du ziehst auch in die Schlacht? Der König erwartet dich. Tritt ihnen in die Ärsche, Geralt. Was für ein Tag für eine Schlacht. Sei unbesorgt, Gesandter, wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen. Ganz offen, Majestät, ich bin eher ein Mann des Wortgefechts mit Zunge und Feder. Ich als Friedensbote... Potzblitz, du? Abgesandter der weißen Flamme, die auf den Grabhügel... Endlich! Die Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Wie kann ich euch helfen, Majestät? Wir stürmen. Da will ich dich bei mir haben. Folgt mir, ihr Herren. Wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Sir, Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen. Die kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß, dass er die Balliste verschiebt. Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Euer Majestät, verstehen sich auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baronin. Zum Geburtstag. Majestät. Was hältst du von Leuten, die derartige Wunden überleben, Gesandter? Was halten Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das taten, lebt keiner mehr. Meister Geralt, ich würde gerne ein Wort wechseln, sobald der Schlachtenlärm verbracht ist. Verzeih es, ich will den Königshof so rasch wie möglich verlassen. Darf man fragen, oder? Man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte. Du warst doch mit mir vor Brenna und im Ponta-Feldzug. Norman Sador. Immer noch Schütze? Ja, Sir. Das Schicksal ist nicht mein Freund. Norman Sador. Für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum 10-Schaftsführer der Schützen. Weiter, ihr Herren. Keine Zeit zu trödeln. Verzeiht meine kühne Frage, Majestät, aber ich bin gezwungen, sie zu stellen. Welches Schicksal harrt der königlichen Bankerte, wenn... Das sind keine Bankerte, das sind meine Kinder! Höre ich noch einmal das Wort Bankert, gibt es ein Unglück! Eure Vergebung, allergnädigster Herr, aber das Erbrecht ist da außerordentlich präzise. Erbrecht, Erbrecht, das kann mir mal durch die Kimme rutschen. Wenn es sein muss, ändere ich's einfach. Kommt ja nicht in Frage, dass eine Bande aufmüpfiger Barone meine Kinder als Standarten benutzt. Euer Majestät haben ja vollkommen recht. Ada lebt nicht mehr. Ich habe keine anderen Kinder. Ich verstehe. Diese Unterredung ist beendet, Gesandter. Kehr in dein Zelt zurück. Schwarzharden vor der Schlacht im Feldlager. So weit ist er schon gekommen. Ich möchte seinen faltigen Schädel in einem Sack an M hier schicken. Aber Triss Merigold hat mir geraten, höflich und geduldig zu sein. Das war ich doch. Nicht allzu sehr. Seine Exzellenz tropft vor Angst, Schwarz. Aber es bleibt unter uns. Dein Humor ist noch da, wie ich sehe. Gibt es was Neues über den verhinderten Mörder? Triss hat ihn seziert. Er könnte ein Hexer gewesen sein. Ein Hexer?
Was habe ich diesem verdammten Hexer denn bloß getan? Was weißt du sonst noch darüber? Er trug kein Gildenzeichen, aber das muss nichts besagen. Viele an deiner Stelle hätten diese Entdeckung verschwiegen. Triss soll mir nach der Schlacht Bericht erstatten. Jetzt kümmern wir uns um die Verräter. Wohin schießt ihr denn, ihr Trottel? Soldat, ein Fernrohr! Was ist denn da los? Oje, Graf Edgeberry. Hier, Hexer. Zielt auf den mit dem roten Helmbusch. Noch vor knapp 6 Monaten schwor er mir ewige Treue. Komm schon. Wie viel höher? Haben wir ihn erwischt? Weggeduckt. Verdammt! Den greifen wir uns auf der Mauer. Mir nach, Hexer! Ich würde Luisa verzeihen, wenn sie vor ihrem König niederkniet. Sehr großmütig. Du spottest. Einerlei. Ich bin sicher, dass Luisa ihren Fehler einsieht. Und außerdem brauchen die Kinder ihre Mutter. Ich kann nicht ganz folgen. Ach, Hex, das ist doch ganz einfach. Luisa und ich hatten nur eine kleine Krise. Sie wollte Dinge von mir, die ich ihr nicht geben konnte. Verstehst du? Vermutlich. Gleich kamen Leute wie Edgeberry gerannt. So edel, so einfühlsam. Steckt ihr, der böse König wolle ihr die Kinder nehmen. Sie könnten sie schützen, vielleicht auf den Thron setzen. Die Baronin ließ sich beschwatzen. Jede Mutter täte das. Natürlich ging es den Herren nur um ihre eigenen Privilegien und die Schwächung der Krone. Für den König sollen wir streiten. Doch mir fehlt ein Weiberschoß. Tauch ich dort den Pinsel ein, kann ich endlich fröhlich sein. Hä? Gruß euch, Soldaten! Heil euch, König! Verdammt und eins, wohin ziehen wir? In den Kampf! Verdammt und eins, wofür kämpfen wir? Für den Sieg! Verdammt richtig, los! Achtung, wir sind fast da. Alle Mann an die Waffen!